أخاف أيها الرب إن أكلت أن لا يبقى في صحن حبيبي شيء للعشاء. لم يبكي الرب وزاد السقيع. أستطيع الآن ضمك كاملا تحت جلدي كاللهب. Das Festival Motto Verfilmte Sprachen bedeutet, dass wir darauf aufmerksam machen wollen, dass das Arabische in Deutschland und Europa intuitiv erstmal negativ besetzt ist. Und wir möchten dem etwas entgegensetzen, und zwar möchten wir dem Kunst entgegensetzen. أظن التواصل الثقافي هو الطريقة الأسلم، كما هذا الحدث الثقافي اللي قدم اللغة العربية واللغة الألمانية في سياق تجارب الكتاب وفي سياق ثقافي المعرفة يعني المعرفة بالثقافة العربية، المعرفة بالتاريخ العربي، بالبنية الشخصية للإنسان العربي، المعرفة الحقيقية مش المعرفة القادمة من الاستشراق وصوره النمطية اللي زرعها في المخيلة الغربية. الصورة التي يجب أن تخرج من عباءة الإرهاب وعباءة الشبهة والحذر من هذه اللغة. بتواجه مشاكل متعددة. إذا تكلمنا عن اللغة العربية الفصحى فهي أصبحت تقريبا لغة شبه مهجورة من الناطقين بالعربية، لأنه اللغات العامية تسيدت المشهد. عندنا أكثر من لغة عامية في الشام، في مصر، في المغرب العربي. اللغة العربية أصبحت مخترقة بألفاظ أجنبية كثيرة من اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وغيرها. Die Strategie besteht also darin, einfach mit dem Arabischen umzugehen, das Arabische zu sprechen, das Arabische zu übersetzen, zu sagen, dass sich dahinter nichts Unheimliches verbirgt, sondern etwas, was zugänglich ist, wozu wir eine Beziehung aufbauen können, dass wir diese Sprache lernen können, dass die Autorinnen und Autoren, die diese Sprache können, womöglich auch Deutsch können und zu uns sprechen können, in diesem Sinne einfach ganz normal sind und dass sie nichts unterscheidet von jeder anderen Sprache. Das ist das, was getan werden muss und was, glaube ich, auf diesem Festival hier exemplarisch auf die schönste Weise auch passiert. Ja, man muss die Sprache feiern, man muss ihre Lebendigkeit zeigen, man muss einfach ein Feuerwerk aus ihr auch machen. Ja, das ist die Aufgabe der Literatur, mit der ganzen Sinnlichkeit, die in einer Sprache steckt, zu arbeiten, mit der Musikalität, mit der Bildlichkeit, auch mit ihrer Veränderlichkeit, ja, also ihrem Spiel. Ja, das ist etwas, ich glaube, das ist die Aufgabe der Schriftstellerinnen, ja, das zu machen. So ist es nun aber Abend und ich kann mit keiner möglichen Todesart leben. Man trieb auf Klarnamen und Barken durch die Nacht im Innern einer Salzwasserlagune. Einige von uns, die vom Ufer wiederkehrten, waren mit Fliegen dermaßen bedeckt, dass sich kein Teil von ihnen mehr kennen ließ. Im Mondschein jede einzelne ein benzinfarbener Schwarm. Die Lugha al-Arabiyya ist auch eine Lugha مغرقة بالشبهات في أوروبا وفي الغرب، وحملت أعباء الإرهاب، أعباء الحركات الظلامية. وأنا أظن
إنه آن الأوان للتعامل مع اللغة العربية بصفتها لغة غنية ذات تأثير هام في الحضارات الإنسانية عبر المتوسط أو في العالم.